Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Thomas Klein von Klein Marketing Consulting, Coaching und Consulting Services und der ganze Name meines Firmennamens. Und in diesem Video geht es um das Thema Neukundengeschäft im B2B, in der IT-Branche, B2B und im High-End-Segment. Das heißt, wir verkaufen hier keine Antivirus-Software für 50 Euro im Monat, sondern große Projekte, sowas wie zum Beispiel ganz konkret SAP Commerce. Ja, da kostet allein die Installation schon 300 bis 500.000 Euro. Ja, abgesehen vom Konzept UX, UI, noch keine Customizing-Programmierung dabei und. Das sind in der Regel Projekte, die gehen 1 bis 2 Jahre und sind in der Regel im Durchschnitt Pi mal Daumen, kann auch ein bisschen weniger, aber kann auch noch wesentlich mehr werden, Pi mal Daumen 1,2 bis 2,5 Millionen Euro dotiert als gesamtheitliches Projekt, eine Einführung von der SAP Commerce. Und hier hatte ich erst letzte Woche ein Gespräch mit einem CIO, den ich auch schon sehr gut kenne und auch aus meinem Netzwerk heraus. Und an ihn habe ich einen Kunden des letzten Jahres vermittelt für exakt dieses Thema SAP Commerce. Dieses Jahr hatte ich noch gar keine Aufträge bezüglich diesem Thema, aber die ganzen Jahre davor permanent. Und vor mehr oder weniger genau einem Jahr, also sagen wir Juni letzten Jahres 2022, habe ich eben diese Opportunity an meinen damaligen Auftraggeber, eine spezialisierte Agentur auf genau exakt SAP Commerce, eben weitergegeben. Und es hat letztendlich jetzt genau ein Jahr, und das hier hat es mir bestätigt, genau ein Jahr gedauert, ja, bis dort die ersten Workshops, also bis das ganze Thema ins Rollen gerät. Ja. Und jetzt fangen die erst an, von der Opportunity, die ich mehr oder weniger vor 12, 13 Monaten gemacht habe, zu profitieren, monetär zu profitieren. Und das gewaltig, weil ich arbeite ja nicht mehr für die. Das heißt, die bezahlen mir schon seit ein paar Monaten, die Zusammenarbeit hat leider Ende letzten Jahres beendet worden. Aber letztendlich profitieren die von der Arbeit, die ich vor einem Jahr gemacht habe. Jetzt fangen die langsam an. Und wahrscheinlich Umsatz von, wie gesagt, 1 bis 2 Millionen. Das ist keine Untertreibung. Ja, das ist keine Übertreibung, das ist eher eine Untertreibung. Ja. Und das ist nur ein Beispiel von einem Lead, welches ich für diesen einen speziellen Kunden mit meiner Firma letztes Jahr generiert habe, in einer Zusammenarbeit, die insgesamt 9 Monate gedauert hat, bei diesem speziellen Fall. Und ein Lead von insgesamt über 80 Leads, ja, innerhalb diesen 9 Monaten, die mein Team und ich für diesen besagten SAP Subcommerce Spezialisten produziert haben, generiert haben letztes Jahr. Also du kannst dir vorstellen, wie viel Potenzial in einer allein 9-monatigen Zusammenarbeit, je nachdem, welches Paket du mit uns buchst, ja, wie viel Potenzial wir in diesen 80 Leads eventuell noch alles drin haben. Das können Millionen sein, das kann eine 8-stellige Summe daraus werden. Nur der kleine Haken, und das ist auch eigentlich gar kein Haken, denn ich kommuniziere das permanent seit Jahren transparent von der ersten Sekunde an, bevor jemand mit mir eine Zusammenarbeit ansteuert. Du musst den entsprechenden Timeframe mitbringen. Du kannst nicht einen Timeframe erwarten von Lösungen, die du verkaufst, die ein paar tausend Euro kosten, also 4-stellige Summen sind, als wie den gleichen Timeframe von Lösungen, die 5-stellig sind. Oder den gleichen Timeframe von Lösungen, die 6-stellig sind. Oder Lösungen oder Produkte, Pakete, was auch immer du verkaufst für Produkte und Dienstleistungen in der IT-Welt, die 7-stellig sind. Ja? Ein Sales-Cycle von 12 Monaten, ja, bei IT-Projekten, die 7-stellig sind, ist die absolute Normalität. Ja? Und wenn du die Zeit nicht mitbringst, dann bist du in der Regel auch nicht der richtige Kunde für mich. Aber obgleich man das immer, also ich kläre das immer ab und trotzdem fehlen dann immer die Geduld. Also es ist immer das Gleiche und deswegen heute und hier und jetzt mal dieses Video, eine Analogie aus der Immobilienbranche, weil Immobilienbranche ist aktuell ja auch wieder super im Gespräch, ne, weil Gewerbeimmobilien und so weiter, ne, gehen ziemlich im Bach runter und es wird auch mit den ganzen Zinsveränderungen im Zinswandel noch weiter eine sehr große Nummer werden. In den nächsten 2 bis 3 Jahren wird es wahrscheinlich auch nochmal einen Immobiliencrash geben. Deswegen hier mal die Analogie zur Immobilie. Hat jetzt nichts mit Crash zu tun, sondern letztendlich, um mal hier darzustellen, das Papier ist ausgegangen, ja, weil es nämlich Wochenende, Samstag, Sonntag mache ich diese Videos immer
und es ist keine Assistenz da, die mir die Papiere hier austauschen könnte, habe ich einfach mal umgedreht. Ne? Flexibilität gewinnt immer. Also, wie sieht es aus im Hausbau? Meine Schwester hat vor circa 10 Jahren hatten ein Grundstück in Starnberg, in der Nähe bei München, Starnberger See, und haben dort ein neues Haus gebaut. Wie hat das funktioniert? Ich habe dort immer wieder, zugeschaut, weil es hat mich sehr interessiert, wie das funktioniert. Ein Haus bauen ist ganz ähnlich wie Neukundengeschäftgewinnung im High-End-BCP-Segment. Also, es beginnt damit, dass du sagst, okay, ich brauche erstmal ein Grundstück, das war in dem Fall schon da, und dann beginnt ein Hausbauen damit, indem du, bevor wir überhaupt anfangen, hier irgendwas zu bauen, ja, bevor wir überhaupt anfangen, auch nur einen einzigen Spatenstich zu machen. Was musst du als erstes machen? Genau, du gehst zur Bank und holst dir das nötige Geld. Du schaust, okay, was bekomme ich für eine Finanzierung? Was bekomme ich für Konditionen? Muss da eventuell verhandeln? Und so weiter und so weiter. Also das allererste, ja, ist immer Budget. Ohne Budget, ohne dass du hier eine Budgetplanung machst, ja, geht gar nichts. Null. Null, nix, nada. Und mit Budgetplanung, und deswegen habe ich explizit und en exprès, würde der Franzose sagen, ja, ganz gezielt die Immobilienbranche rausgezogen. Denn eine Budgetplanung, ja, im Vertrieb und Marketing, Neukundengeschäft, B2B, High-End insbesondere, da wo man viel Zeit mitbringen muss, viel Geduld und letztendlich die Sales-Zyklen. Es gibt keinen Markt, der längere Sales-Zyklen hat als wie B2B-Geschäft in der IT-Branche, glaube ich. Mit Projekten 6-7-stellig aufwärts. Bedeutet Budgetplanung nicht, ich mache heute eine Budgetplanung und nach 6 Wochen ändere ich meine Meinung oder nach 7 Wochen oder nach 2 Monaten und nach 3 Monaten. Ich gehe auch nicht hin und will ein Haus bauen für 1 Million Euro, ja, und gehe zur Bank und sage, hey, lass uns mal eine Budgetplanung machen. Und nach 6 Wochen gehe ich wieder zur Bank und sage, hey, jetzt müssen wir das Ganze nochmal anders machen. Nein, sorry. Du machst die Budgetplanung einmal mit der Bank solide auf die nächsten 15, 20 Jahre. Ich glaube, der Durchschnitt ist 10 Jahre Kredit. Ja? Und dann musst du wieder neu verhandeln eventuell. Aber die Planung geht vielleicht sogar auf 30 Jahre. Also die Immobilienbranche ist extrem langfristig. Und deswegen nehme ich dieses Beispiel. Ja? Und das musst du, also wenn du eine Budgetplanung machst, ernsthaft mit dir selber und auch deinem Business und allem, was du vorhast, sorry, egal wo du stehst, ob selbst wenn du noch Freelancer bist oder Freiberufler oder sonst was, also wenn du jetzt nicht noch ganz am Anfang bist oder auch noch gar keine wirkliche unternehmerische oder Skaliererfahrung hast oder sonst irgendwas da draußen, du musst dich selber ernst nehmen. Und das tust du nur, indem du sagst, ich mache hier eine Budgetplanung und bitte jetzt wirklich ernst meinen das Ganze, bei allen Jokes, die ich auch manchmal gerne mache, dass damit steht und fällt alles, was du in den kommenden Monaten dann unternimmst. Ja, wenn deine Budgetplanung nicht stimmt, ja, scheiße. Ja, ich sage immer, Vertrieb und Marketing vor alles. Ist wichtiger wie Buchhaltung, wichtiger wie egal was, Controlling und so weiter. Mit einer Ausnahme, die Budgetplanung. Warum? Weil wenn die Budgetplanung nicht solide gemacht ist, dann kannst du kein verdammtes Haus bauen. Okay, ganz ehrlich. Okay, denn jetzt hast du jetzt ein Grundstück, das Grundstück ist hier und jetzt, was machst du jetzt? Jetzt buddelst du hier erstmal ein Loch. Okay, das wird jetzt unser Haus hier. Na, man jetzt hat hier sozusagen, das ist der Keller. Ja, und im Keller, ja, beides mit K, ist sowas wie zum Beispiel Kaltakquise. Ja, Kaltakquise. Ja, und jetzt gibst du hier mal rein deine Ressourcen, das von deinem Budget, gibst du was rein in die Kaltakquise. Okay. Aus der Kaltakquise werden dann langsam warme Leads, aus den warmen Leads werden dann langsam Opportunities, aus den Opportunities werden dann langsam zahlende Kunden. Ja, und das Ganze kann ganz locker, je nachdem, was du verkaufst, aber wir reden jetzt zum Beispiel von SAP Commerce, ja, oder SAP S4HANA und so weiter, kann ein Jahr dauern. Das ist überhaupt keine, das ist total normal. Ja. Und wenn du jetzt sagst, naja, ich mache jetzt ein bisschen Kaltakquise, und macht das 6 Wochen, 2 Monate, 3 Monate und so weiter. Und es ist noch wirklich kein Return Best dabei rausgekommen. Das ist jetzt das Falsche. Ich mache irgendwas anderes. Und hörst hier auf,
ja, dann hast du immer noch kein Haus. Ja? Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Was du am Ende willst, ist das Haus. Schlüsselfertiges Haus bedeutet zahlende Kunden auf einem gewissen Zeitraum mit einem Return on Invest von Faktor 15, 20, 25, was auch immer. Da muss man das Gesamtheitliche daneben anschauen. Ja? Aber ein Return on Invest von 4 bis 5 sollte eigentlich immer drin sein irgendwo. Ja? Und zwar auf einen Zeitraum, der extrem lang ist, weil wir reden ja von diesen eben langen Sales-Zyklen, von diesen eben großen Aufträgen, die 6- und 7-stellig sind. Ja? Wenn die Aufträge nur 4- und 5-stellig, werden die Sales-Zyklen auch entsprechend ein bisschen kürzer. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Praxis, aus der Praxis, mal ganz ehrlich, ja, Hand aufs Herz, manchmal dauert es, ein 5-stelliges Budget durchzudrücken, ja, Industrie aktuell, wo alles so ein bisschen zäher ist und so weiter, immer noch nach Corona und allem drum und dran, dauert manchmal genauso lang wie ein 6-stelliges Budget. Also muss ich ganz ehrlich sagen, am besten man fokussiert sich auf die größeren Sachen, ja, und dann hat man hinten raus eben einen höheren Customer Lifetime Value und ist trotzdem noch maximal profitabel, ja. Also das ist nur mal so nebenbei ein Tipp aus der Praxis. Dann das Nächste, was kommt als Nächstes? Okay, dann mache ich jetzt hier, habe ich jetzt den Keller, ja, kalt, dann habe ich hier jetzt das erste Stockwerk, ja, erste Etage, ja, das sind dann warme Leads, ja, jetzt habe ich einen Haufen warme Leads, schon häufig mit Kunden zusammengearbeitet, zum Beispiel letztes Jahr, gerade eben das Beispiel vom letzten Jahr, ne, da hatte ich dann, haben wir irgendwie 80 Opportunities oder insgesamt waren es, glaube ich, 900 Leads, und 80 Termine oder irgendwie sowas, ja, nach 9 Monaten, ja. Also ungefähr 100 Leads im Monat und ungefähr 80 geteilt durch 9, irgendwie 8 bis 10 Termine pro Monat, irgendwie sowas. Und dann bist du hier auf der Etage, warme Leads. Hast du jetzt schon einen fetten Return Invest? Nein, immer noch nicht. Bist du auch erst auf der ersten Etage. Kannst du jetzt schon einziehen? Ja, meine Schwester haben das Haus gebaut vor 10 Jahren, haben dort, oder 20 Jahre schon her, dann haben sie dort, hat sie dort 2 Kinder bekommen, die sind dann groß geworden, die sind jetzt schon auf der Uni und so weiter, studieren in St. Gallen und in Augsburg und in Wien, glaube ich, ja, und ich sehe da kaum noch. Und auf jeden Fall wäre das alles möglich gewesen, ja, wenn sie bei der ersten Etage aufgehört hätten, ja, bei ihrem Hausbau, dann hätten die, wo wären da die Kinderzimmer gewesen? Die Kinderzimmer kommen erst hier oben. Ja, wo meine Nichte und mein Neffe dann groß geworden sind über all die Jahre. Ja? Nein, wir hören ja natürlich nicht auf bei den warmen Leads. Ja, klar kann ich natürlich den Agentur dann kündigen, ja, und das ganze Zeug dann irgendwelchen Leuten intern geben und die verwerten es dann weiter. Aber es ist ja völlig egal, welchen Weg ich gehe. Ich muss es dann eben weitermachen. Und ich finde es natürlich immer ein bisschen scheiße, ja, wenn man mich quasi hier oder hier oder hier raushaut, bevor das ganze Haus schlüsselwertig ist, weil ich ja mit Absicht solche Kunden eben gar nicht möchte. Ich möchte ja Kunden, die mit mir all the way gehen und entsprechend auch Verträge vereinbaren. Aber gut, man kann natürlich immer aus jedem Vertrag irgendwo raus, wenn man das möchte. Okay, dann hier kommt die nächste Etage. Ich will damit nur sagen, ich will mich nicht beschweren, ich will nur sagen, wenn du keinen Bock hast, mit mir all the way zu gehen, das ganze Haus zu bauen, dann bitte bewirb dich erst gar nicht bei mir. Ich brauche dich nicht. Ja? Ich habe es nicht nötig, mit jedem Kunden irgendwie zusammenzuarbeiten, nur mit den Kunden, wo ich wirklich möchte. 2. Etage, jetzt sind wir bei Sales Opportunities, SQLs. Ja, SQLs, okay, jetzt haben wir Sales Opportunities, haben da Termine und so weiter, haben vielleicht schon irgendwelche Workshops, 4 Stunden oder irgendwelche solche Sachen bei diesen ganzen großen Dingern, sind die auch noch alle kostenlos meistens. Man tauscht sich aus, 1 Stunde, 1/2 Stunde, 2 Stunden im Teams-Call, im Zoom-Call, im Google-Call, ja, was weiß ich für Calls. Okay, hat man hier schon großen Investment? Nein, das Haus ist ja auch noch nicht fertig, verdammt nochmal. Hier ist das Kinderzimmer vom Maximilian, hier ist das Kinderzimmer von der Mariella und so weiter, ja, also von meinen Nächten, Neffen und so weiter. Aber wenn es jetzt mal regnet, ja, Starnberger See, da regnet es und so weiter, ja, dann regnet es hier rein. Das heißt, ja, wir müssen das Haus noch fertig machen. Ja. Es braucht noch ein Dach. Ja. Und das Dach hier oben, das eben, ja, und da hier letztendlich, da geht es dann letztendlich hier der zahlende Kunde. Ja, hier gibt es dann so die ersten Abschlüsse, also richtige Verträge werden hier dann geschlossen und so weiter. Ja, dazwischen kommen noch ganz, ganz viele Sachen wie Anforderungen, gemeinsame Arbeiten und so weiter und so weiter. Und das Ganze geht meistens in Häppchen. Ja, also insgesamt setzt man dann 1, 2, 3 Millionen um vielleicht mit dem Kunden oder mehr noch.
Ja, aber meistens unterzeichnet man jetzt nicht einen Vertrag, wo 3 Millionen Euro draufsteht, ja, sondern es geht in Häppchen auch manchmal häufig. Ja. Also mal davon abgesehen. Okay, und jetzt habe ich das Haus fertig. Ja. Jetzt kann ich da eine Familie gründen, jetzt kann ich da drin wohnen, ich kann einziehen. Ja. Aber nicht vorher, jetzt ist das Haus fertig. Und genauso ist es eben auch in der B2B-Neukundengeschäftsakquise. Ja, ich hoffe, ich habe es mit diesem Haus bauen, hier mit der Analogie, hier einigermaßen gut rüberbringen können. Ja, wenn du noch Fragen dazu hast, kannst du mich gerne fragen. Wenn ich Zeit dafür habe, dann beantworte ich es. Wenn ich nicht Zeit dafür habe, dann beantwortet es vielleicht ein Kollege oder ein Mitarbeiter von mir. Ja, und ich nenne meine Mitarbeiter immer Kollegen. Und deswegen überleg dir das einfach. Ja, überleg dir das. Dass du nicht, also wenn du, mach dir eine vernünftige Planung, such dir einen vernünftigen Partner oder hol dir Leute oder was auch immer und dann zieh das Ganze durch. Ich habe gestern schon ein paar wichtige Videos gemacht zum Thema einfach durchziehen bis zum Ende. Und wenn du einfach zu häufig auf dem Weg zum fertigen Haus deine Meinung änderst oder deine Richtung änderst, ja, dann hast du da immer wieder Reibungsverluste und letztendlich besteht die Gefahr, dass du häufiger du auf dem Weg dahin deine Richtung änderst oder links oder rechts ausscherst und so weiter, da besteht die Gefahr, dass du am Ende vielleicht gar nicht so ankommst, weil dir irgendwie die Luft ausgeht. Ja? Sprich, der blinde Schwimmer. Der blinde Schwimmer habe ich auch ein Video gedreht. Einfach gestern mal auch online gestellt oder morgen oder irgendwann ist es dann online. Und dann machst du, dann gehst du quasi unter im See, obwohl nur noch 10%, du bist kurz vorm Ufer, siehst aber das Ufer noch nicht, ja, gibst auf und schwimmst den ganzen Weg die 90% wieder zurück, ja, und hättest aber nur noch 10% gehabt bis zum Ziel. Ja, das passiert eben so häufig. Ich kann einfach ein Beispiel aus mir geben. Ich habe hier jahrelang Videos auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen, ohne irgendeine Resonanz, ohne dass ich irgendjemals einen Kunden gewonnen hätte über meinen YouTube-Kanal. Jahrelang. Ja? Und nach 3-4 Jahren plötzlich hatte ich den ersten Kunden über meinen YouTube-Kanal. Ja? Habe ich deswegen aufgegeben? Ich habe jahrelang Videos da hochgeladen. Ja? Jahrelang. Ja? Mittlerweile dieses Jahr habe ich keinen einzigen Kunden, habe ich alle meine Kunden, die ich dieses Jahr gewonnen habe, zum Beispiel, ja, entweder über die Webseite oder über den YouTube-Kanal gewonnen. Ja. Keinen einzigen habe ich irgendwie angerufen. Okay, und da willst du natürlich auch hin. Ja. Okay. Also, wenn du dich interessierst, dafür mit mir all the way zu gehen, dann melde dich bei mir. Ansonsten hol dir andere Leute, mit denen du vielleicht so Etappen nur gehst. Wenn du das meinst, ist der bessere Weg. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Dein Thomas Klein. Ciao.